Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von League of Legends Ranked. Diesmal spielen wir Malphite mit Xing Zhao im Jungle, Talia in der Mitte, Twitch ADC und Rakan Support gegen Blitzcrank Support, Vayne ADC, Ahri in der Mitte, Shyvana im Jungle und Riven auf der Top Lane mit Heal und Flash. Okay. Das ist komisch. Aber okay, dann wird es einfacher sein, sie aus der Lane zu bekommen. Botlane wird wahrscheinlich so ein Matchup werden, wer als erstes den Kill kriegt, der kann wahrscheinlich snowballen. Mitte Matchup weiß ich gar nichts drüber. Also nicht wirklich viel, ob es jetzt eher auf Talia oder eher so auf Ares Seite ist. Und vom Jungle her sollte es okay sein. Mal sehen, ob wir noch einen Sieg einfahren können. Ich werde gegen Riven am Anfang mit einem Doran Shield starten und einem Pot. Alternative wäre eine Close Armor und vier Pötte. Aber ich weiß nicht, ob es das so wert ist. Da das Doran Shield ziemlich stark ist am Anfang. Meinen ersten Pack versuche ich dann so mit 800 Gold oder sowas. Für die Kettenrüstung und die Schuhe. Mal sehen, wie es läuft. Wenn die Vayne mal laden würde. Ach, ey, wird das lange. Von den Key Masteries sollte Vayne mehr Sustain haben, aber Twitch mehr Schaden machen. Bei uns Thunderlords gegen Grasp. Okay. Ja, nicht gegen Grasp, gegen Colossus. Der Xin Zhao sieht so aus, als ob er auf der Botlane starten wird. Ja, wird er auch. Take care, they may be invade. Ich werde da nicht mit sein. Die Vayne hat also mit Q gestartet. Okay. Riven ist in der Mitte. Fang ich gegen Ahri oder was?
freeze ich das mal hier. Ach ne, das ist die Riven. Und da habe ich den Levelvorteil, weil sie halt erst in der Mitte war. Zack. Die macht mir halt null Schaden. Und da kommt wieder mein Last-Problem, ey. So. Oh Gott, was macht denn unser Zing? Kann sogar noch auf der Lane bleiben. Ich lasse die jetzt zu mir einpushen und dann gemütlich unter dem Tower last hitten. Zack. Okay, dann verliere ich zwar viele Minions. Die Riven macht nichts aus ihrem Early Pressure Ding. Zack. Ich habe auch den XP-Vorteil. Da haben wir ihn hier gezogen. Ich glaube, ich gehe mal back und hol mir
Erst Items. Was habe ich Ihnen vorhin erzählt? Von wegen 800 rück. 1100 zurück. Control-Wort. Und dann TP. Control-Wort packe ich hier in den Busch. Zack. Die ist immer noch da. Zack. Zack. Sie kriegt so wenig CS und XP. Sie hat Angst vor mir. So, da hat sich das Roam doch gelohnt. Musste zwar Flash machen, aber. Zack. Hab jetzt einen Red Buff. Push die Scheiße hier raus, weil sie ja kein TP hat. Und geh wieder Base. 1400 Gold. Ist nice. Und die Gegner 4 CC ist. Geht. Also Ninja Turtle, also brauche ich nicht auf Mercury's unbedingt gehen. Auf der Botlane sieht es even aus, also Farmvorteil für Vayne. Wir haben einen großen Farmvorteil für ihr. Er ist durch den Blitzcrank-Ding am Anfang natürlich ein bisschen behind gekommen und wird jetzt auch noch gekillt. Super.
So. Zack, kriegst du noch einen wieder mit. Alter, macht den Schaden. Und jetzt kommt sie und... Oh. Das haben sie. Dann kann ich wieder auf Botlane, auf Toplane teleportieren. Ich glaube, das Game können wir tatsächlich gewinnen, aber es wird hart, weil der Xin Zhao nicht der Beste ist. Du machst dort meinen neuen Wort hin. So. Was machst du denn hier um? Willst du den Minions fighten? Mach mal. Hier 1,6 zu 0,03, das ist doch gut in der Mitte. Gut, dass sie nicht in den Busch gehen, um zu checken, dass da ein Pinkwood drin ist. Schieben wir das wieder in der Mitte, okay, dann kann ich auch ein bisschen offensiver stehen und warten. Tower Shot gefressen, aber der geht in meine Passive. So. Lalalala. Na, was wollt ihr noch alles auf mich gebrauchen?
Nutze hier meine Ulti hier, Knallpflanze und tschüss. Warum sind sie da jetzt noch mal reingegangen? Das verstehe ich nicht. Ich war doch safe. Das muss ich mir später noch mal anschauen, ob ich da falsch gesehen habe, ob ich es anders hätte machen können. Riven ist so schlecht, wenn ich das Spiel verliere. Das ist echt doof. Bin 2 Level über ihr. Ach, Shyvana schon wieder top. Ist dagegen noch. So ein Sunfire Cap ist echt Fluch und Segen auf einmal. Oh, was wollt ihr denn jetzt? Fuck it.
Und mein Pingwood steht halt immer noch. Talia will hier hin, okay. Ah, was wollen die denn alle immer top, ey? Jetzt ist mein Pinkwort auch weg. Alter, macht die Schaden. Oh, hat ja auch schon ein bisschen Crit. Okay. Die Talia carried uns hier hart. Aber den dreht die Wehen jetzt langsam auf.
Was für ein Game. Hab mich geopfert, um die beiden zu retten. So, Wayne, bald wirst du nicht mehr so viel Spaß haben.
GGWP, was ein Game schon wieder. War close, aber wir haben es geschafft. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.